Dann glitzert es aber hier drin. Boah, das sind alles Spiegelchen. Hallo, heute sind wir im Tempel Kongkapimuk. Ja. Gut, Kongkapimuk. Auf Anregung von ein paar Leute von euch, die haben geschrieben, guckt da doch mal den Tempel an, der ist wunderschön. Ich muss sagen, ich war ja selber noch nicht hier und von daher bin ich mal gespannt. Lasst euch überraschen, also ich habe ein paar Bilder angeschaut im Internet. Wirklich ein wunderschöner Tempel. Also bin ich mal selber gespannt und wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, Hunde haben sie auch genug. Mal ein sehr, sehr schöner Chedi auf jeden Fall. Ja, und deine Hunde mal Hallo sagen. Gehen wir davon aus, dass hier die Mönche wohnen. Aber so wie es aussieht, ist hier die Türe zu, da darf man nicht rein. Das ist aber schade. Mal fast weglaufen, weil hier das Tor zu ist. Aber man muss da seitlich den Eingang nutzen und zwar steht es hier. Bin mal gespannt. Ja, hier muss man dann natürlich respektvoll sein, seine Schuhe ausziehen. Steht ja dann auch hier. Ich hab's gerade gesagt, wir gehen da auch gleich mal rein und machen ein paar Räucherstäbchen an. Wir können das auch brauchen. Oh, ich hab's sehr ja. Große. Ja. Da steht eine Katze auf dem Tresen und frisst. Also, kann man hier was nehmen? Welches? Egal. Ja, machen wir Kerze und Räucherstäbchen, oder? Was hast du was? Hast du was reingeschmissen, oder? Ja. Ja, okay. Dann werden wir mal beten gehen. Oh. Mhm. Ja. Also hier stehen Buddhas. Für jeden Tag einer, sind aber, wenn du das richtig zählt, sind es 8, weil der Mittwoch hat 2 Buddhas, so viel ich weiß. Und je nachdem, an welchem Tag, dass du geboren bist, bringt dann natürlich der Buddha an dem Tag dann auch Glück. Das hier sind die Yaks, das heißt die Tempelwächter.
Ich meine, ich bin sicher kein Profi, was Buddhismus angeht. Das heißt, ich weiß ein bisschen was. Aber so zum Verhalten, würde ich mal sagen, man kann hier ganz schön viel machen, darf auch sehr viel machen, aber es ist halt einfach so, dass du das immer sehr respektvoll tun solltest. Und ich glaube, das ist ganz in jeder Religion so, dass man das einfach überall respektvoll damit umgeht, um niemanden zu verletzen oder zu kränken. Und ja, finde ich eigentlich auch ganz wichtige Eigenschaft, Respekt zu haben. Und ich freue mich auch schon jetzt, da reinzugehen, weil das wirklich schön ist hier. Und es hat auch echt eine, ja, wie soll man sagen, spirituelle Atmosphäre. Finde ich auch gut. Also zum Beruhigen, das ist kein echtes Gold. Glaube ich nicht, also das ist Goldfarbe. Was machst du jetzt? Zukunft. Willst du die Zukunft erfahren? So, das erste, was rausfällt. Das zeigt dir die Zukunft. Das ist Nummer 1. Siehst du? Die Dorne ist meine Nummer 1, genau. Und jetzt? Ja, also je nachdem, hier sind dann die Schränkchen. Und je nachdem, was für eine Nummer das du hattest, steht dann auch drauf, was dein Schicksal ist, oder? Ich weiß nicht so ganz genau, glaube ich. Ja. Ja, ob das gut ist für dich oder nicht. Muss von der anderen Seite, ist da auf oder was, die andere Seite? Nee, ja, muss man von hinten quasi rein. Okay. Wow. Da glitzert es aber hier drin. Das sind alles Spiegelchen. Ja, das spiegelt und glitzert hier drin, das ist echt fantastisch. Die Geschichte von Buddha, oder? Ja. Ah, die wird die Geschichte von Buddha in Bilder erzählt. Ah, tatsächlich. Stimmt, da wird die Geschichte von Buddha in Bildern erzählt. Ist ja super. Da wurde geboren, genau. Kann man wahrscheinlich nicht so richtig gut erkennen. Tonhangalok. Das heißt dann quasi Eichhörnchenbaum. Eichhörnchenschwanzbaum. Ja, genau. Ja.
Ja, also muss ich mal sagen, jeder, der mir das empfohlen hat, vielen Dank. Ich war jetzt hier noch nicht, obwohl ich schon seit 12 Jahren in Khao Lak lebe. Aber den Tempel habe ich noch nicht gekannt. Und es war, ist echt ein Erlebnis. Da war ich bestimmt auch nicht das letzte Mal. Das ist wirklich ein ganz toller Tempel. Super, freut mich total. Genau so habe ich mir das vorgestellt, dass Leute was schreiben und ich kann irgendwo hingehen, Ideen kommen. Und ich sehe Sachen, die habe ich bis jetzt noch nicht gekannt und kann euch da mitnehmen und kann einen Film draus machen. Super. Vielen Dank an alle, die mir das gesagt haben. Ich soll hierher gehen. War wirklich tolles Erlebnis. Und ja, für alle, die es nicht kennen, packe ich in die Videobeschreibung einen Link mit rein, wo das zu finden ist. Und außerdem ja dann auch immer wieder andere Links, wie ich denke, die sind interessant vielleicht für euch. Von daher schaut euch die Videobeschreibung ruhig mal an. Okay, bis dann. Tschüss.